Masud, Milad und ich, wir drei Brüder, sind mit unserer Mutter 1996 aus dem Iran geflohen. Der Grund war, dass unsere Mutter, die schon zur Schah-Zeit politisch aktiv war, in einer verbotenen Flugblattaktion zum Boykott der in dem Jahr stattfindenden Parlamentswahlen aufgerufen hat. Und bei dieser Aktion wurde eine Mitstreiterin von ihr erwischt. Kurze Zeit später haben sich unsere Eltern dazu entschieden, dass wir das Land verlassen sollten. Wir haben unsere Mutter damals einfach kurz gefragt, was Asyl eigentlich sei. Und sie hat ganz kurz und knapp geantwortet, das bedeutet, dass wir in Deutschland bleiben dürfen, dass man uns hier Schutz gewährt. Wir haben 2005 nach 9 Jahren die Aufenthaltserlaubnis bekommen und 2006 haben wir das Abitur gemacht. Als wir relativ gute Abiturzeugnisse bekamen, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir eigentlich jetzt mal richtig zeigen, was wir drauf haben. Wenn uns keiner mehr Steine in den Weg legt, wollen wir mal richtig loslegen. Das haben wir dann auch gemacht und haben angefangen, an 3 privaten Unis zu studieren. Nur gab es ziemlich schnell eigentlich bei uns dreien ein unzufriedenes Gefühl, das uns zuwidergelaufen ist, der Verlust der Freiheit, die wir gerade sozusagen erlangt hatten. Also wir haben erfahren, dass wir an diesen Unis alle drei wie Automaten, wie Maschinen, die eigentlich ihr eigenen Verstand, ihre Interessen, ihre eigene Geschichte und den besonderen sozialen Kontext, den sie um sich hatten, sondern das alles sozusagen aufgeben muss, um nur noch als ja, Prototypen von Absolventen dann am Ende auf den Arbeitsmarkt rausgeschickt zu werden. Das war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Wir wollten endlich mal ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben führen. Und so haben wir uns entschieden, die Uni zu wechseln und haben uns an den Elite-Unis oder privaten Unis, wie man sie auch nennen will, exmatrikuliert. Vielleicht in dem Zusammenhang interessant war, dass wir eigentlich innerhalb eines Jahres von Menschen, die völlig wertlos schienen, die diesem Land eine Last waren, die den Status Geduldete trugen, auf einmal aufstiegen zu Vorzeigemigranten, so nannte man uns zumindest teilweise zum Beispiel in Zeitungen, oder zu Elitestudenten. Und diese krasse Zäsur, die von uns von einem Tag auf den anderen Tag sozusagen eingesetzt hat, haben uns eigentlich zu der Frage geführt, was soll das? Wir sind dieselben Menschen, bis vor kurzem haben wir an der Schule gelernt, jetzt lernen wir an der Uni weiter. Wir damals empfanden sogar viel plumper und das Niveau war sogar zum Teil niedriger als an der Schule. Aber auf einmal sind wir Menschen, die in die Zeitungen kommen. Und haben dann auch ziemlich schnell festgestellt, zumindest hat sich, wenn wir uns selbst nicht verändert haben, hat sich unsere gesellschaftliche Rolle verändert. Zum Positiven. Wir selbst haben die Rolle dann aber gar nicht so positiv wahrgenommen, weil wir erstens natürlich mit diesen Universitäten nicht zufrieden waren, die uns diese Rolle verschafft hatten. Und zugleich auch gemerkt haben, mit welcher Argumentation dieser Rollenwechsel einhergegangen ist. Nämlich, dass man gesagt hat, diese Menschen sind jetzt auf dem Weg, eine Top-Karriere zu machen und dieser Gesellschaft wirklich nützlich zu sein. Das heißt, vorher, als wir an der Schule waren und man nicht wusste, in welche Richtung unser Weg gehen würde, waren wir nutzlos. Aber jetzt, wo man das Gefühl hat, wir werden irgendwann mal vielleicht, ja, mehr oder weniger nicht ökonomisch gesehen, irgendwo in vielleicht Chefetagen landen oder ähnliches, hat man uns in so goldenem Licht dastehen lassen. Und auch das, diese reine Beurteilung von Menschen nach ihren ökonomischen Verwertbarkeit, war nicht etwas, was wir einfach so positiv aufnehmen konnten und deswegen hätten stolz drauf sein können, dass wir jetzt als Vorzeigemigranten betitelt werden. Es hat eigentlich niemanden interessiert, genau, was in den letzten 9 Jahren passiert war,
bis wir an diese Universitäten gekommen sind. Es war nur wichtig zu sagen, das sind Ausländer, wenn einige etwas genauer waren, haben sie gesagt, das sind Flüchtlinge, die jetzt so toll integriert sind. Also so ein totales Schwarz-Weiß-Denken, eine einfache Kausalität. Integration ist machbar, man muss sich nur anstrengen, diese Jungs haben sich angestrengt. Und wer nicht, wenn nicht integriert ist, sprich wer nicht zum Beispiel in seinem Bildungsweg, in der Arbeitswelt erfolgreich ist, diese Personen haben sich einfach nicht angestrengt. Also so, einfach, so eine ganz einfache Leistungsideologie, die zu der Zeit ja nicht nur an Universitäten oder in der Integrationsdebatte vertreten wurde, sondern eigentlich gesamtgesellschaftlich und, ja, dominant war.